Ich lese jetzt Psalm 84, Vers 2 bis 13, Freude am Haus Gottes. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaot. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaot, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaot, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hauses, als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Es wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Herr Zebaot, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Wir wollen beten. Ich bitte aufzustehen, wenn es möglich ist. Lebendiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, vor dich treten wir an diesem Morgen, um dir allein die Ehre zu geben. Dich leben wir, dich beten wir an. Und wir rechnen mit deiner Gegenwart in dieser Stunde, beim Hören auf dein Wort und in der Gemeinschaft miteinander. Wir bitten dich um die Orientierung durch dein Wort für alle Aufgaben und Anforderungen in der kommenden Woche. Wir sind hier zusammen in deinem Namen und unter deiner Verheißung. Amen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal,
dass wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zum Trost und Heil, welches sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld die gleichen Leiden ertragt, die auch wir leiden. Werden wir getröstet, so geschieht auch das euch zum Trost und Heil. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, dass, wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Als Predigtext für diesen Sonntag lese ich aus dem Lukasevangelium Kapitel 22. Jesus wird verhaftet und dann lesen wir: Er sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah eine Magd am Feuer ihn sitzen, sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und nun bitten wir dich, Herr, segne dieses Wort an uns,
Amen. Auf vielen Kirchen gibt es einen Wetterhahn, der dreht sich nach dem Wind. Diese Wetterhähne erinnern uns an diese Geschichte, die ich eben gelesen habe, diese Geschichte von Petrus, die dunkelste Stunde seines Lebens. Und ich denke, nicht umsonst haben unsere Vorfahren solche Wetterhähne auf die Kirchen montiert. Es gibt dunkle Stunden. Stunden, in denen man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ich bin erinnert worden an Corrie ten Boom, eine holländische Christin, die aus einer Uhrmacherfamilie in Haarlem, Amsterdam stammt und die in ihrer Wohnung Juden in der Nazizeit versteckt haben, hinter einem Verschlag. Man kann sich vorstellen, wie es war, wenn plötzlich Polizei auftauchte und dann wurden sie verraten. Und diese Leute wurden abgeführt. Und auch die Familie wurde abgeführt. Der Vater, ihre Schwester Betsy und sie selbst. Und kam ins KZ nach Ravensbrück, 100 Kilometer von uns entfernt. Dunkle Stunden. Vielleicht können wir uns vorstellen, wie es Menschen geht, die in so eine Situation gekommen sind. Ich bin erinnert worden an Geschichten, die mir Christen in Sibirien erzählt haben. Dass plötzlich nachts ein schwarzes Auto vorgefahren ist und der Gemeindeleiter verhaftet wurde. Die Frau und die Kinder wussten nicht, was werden soll. Nacht, dunkel. Viele haben ihren Gemeindeleiter, ihren Vater, ihren Mann nie wieder gesehen. Dunkle Stunden. Können wir uns vorstellen, was es für die Jünger bedeutete, als die Tempelpolizei und andere Bewaffnete nachts auftauchten und Jesus, den sie für den verheißenen Messias hielten, gefangen nahmen? Die Jünger dachten, das kann doch nicht sein. Er ist doch der Messias. Hier muss ein Irrtum vorliegen. Petrus zog sein Schwert und hieb einem Soldaten das rechte Ohr ab. Und Lukas, aus dessen Evangelium ich eben gelesen habe, berichtet, dass Jesus diesem Soldaten wieder geholfen, ihn geheilt hat. Petrus stand mit ganzer Kraft für Jesus ein, denn er hatte doch klar bekannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war ihm völlig klar. Und jetzt? Was ist jetzt? Jesus sagt zu den Soldaten, die gekommen waren, um ihn zu verhaften, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Die Gefangennahme des Messias Jesus war die Stunde der Feinde. Und ist die Macht der Finsternis, die in diesem Moment in besonderer Weise sichtbar wird. Den, der sagt, ich bin das Licht der Welt, der wird gegriffen und verhaftet, weggeführt. Die Dunkelheit der Sündenmacht und Verblendung siegt über das Licht, verdeckt es. Aber es gab noch eine dunkle Stunde. Und zwar als Jesus am Kreuz starb, da lesen wir in Matthäus 27, und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Äußerste Gottverlassenheit in diesem Moment, Dunkelheit, Gottesferne. Kennen wir auch solche Stunden, dunkle Stunden? Stunden, in denen die Macht der Finsternis scheinbar übermächtig ist. Eine indische Bekannte von uns muss ansehen, wie ihre Kirche kaputt gehauen wird. Sie müssen umziehen mit ihren Versammlungen in eine Gaststätte oder in ein Hotel. Dunkle Stunden. Dunkle Stunden sind auch die Stunden der Versuchung zur Sünde. Wenn wir von dem weggezogen werden, der der ist, der die Sünde vergibt, wenn wir von Jesus weggezogen werden und von seinem Wort, dann denken wir manchmal, wir sind verloren. Wir wollen niemanden sehen. Wir wollen zu denen da in der Kirche nicht mehr hingehen. Wir wollen keinen Bibelkreis mehr gehen. Denn es ist etwas in Unordnung gekommen in unserem Leben. Manchmal haben wir den Eindruck, Gott hat sich verborgen. Es ist die Stunde der Dunkelheit.
Die Stunde der Menschen, der Gewaltmenschen, der Sündenmenschen, der Verschlagenheit und Niedertracht und die Stunde der eigenen Versuchung. Mein zweiter Punkt, weggehen und dranbleiben. Wir lesen in unserem Bibeltext, sie ergriffen Jesus und führten ihn ab. Zunächst zu dem Palast des Hohen Priesters. Muss ich das so vorstellen, dass eine Mauer drumherum ist. Soldaten und andere sind in diesem Bereich, in diesem Hof drin. Alles geschieht noch in der Nacht, zumindest in der Dunkelheit des späten Abends. Und dann lesen wir etwas Erstaunliches. Petrus aber folgte, und zwar, schreibt Lukas, von Ferne. Er schleicht sich irgendwie hinterher, aber immerhin, er bleibt noch dabei, er ist noch in Sichtweite, er geht irgendwie hinterher. Er geht nicht weg. Er beweist wieder einmal seinen Mut. Er bleibt dran. Er will zu seinem Wort stehen, was er gesagt hat, auch wenn alle anderen weggehen. Ich gehe nicht weg, ich gehe auch mit ins Gefängnis, ich werde auch mit dir sterben. Er schleicht hinterher. Er ist doch der Starke, denkt er vielleicht in diesem Moment noch. Der das so deutlich gesagt hat, wenn sich auch alle an dir ärgern, aber ich doch nicht. War es Neugierde, dass er hinterher geschlichen ist? Oder war es die gute Absicht, Jesus wirklich auch jetzt nicht zu verlassen? Vielleicht war es von beidem etwas. Nun sitzt er auf dem Hof. Einige dieser Leute, die zusammen sind, die machen sich ein Feuer, denn Jerusalem liegt fast 800 Meter hoch und es wird beträchtlich, ziemlich kalt abends und in der Nacht. Man macht ein Feuer, man setzt sich um das Feuer herum und man schaut ins Feuer. Man kann sich am Feuer gut unterhalten. Ich mag es, wenn man Feuer anmacht irgendwo und man sich gut unterhalten kann. Man schaut sich nicht direkt an und trotzdem kann man sich unterhalten. So sitzen sie. Und Lukas berichtet auch, Petrus setzt sich in diese Runde mit hinein. Sie zünden dieses Feuer an und beginnen zu reden. Mit einem Mal sieht ihn eine Magd an und sagt, der war auch mit ihm. Können wir uns vorstellen, was in Petrus vorging? Sicherlich hatte er den Eindruck, jetzt wird es ernst. Er bekommt Angst und er leugnet. Ich kenne ihn nicht. Die erste Antwort, die erste Sache, den ersten Angriff hat er abgewehrt. Aber damit war es noch nicht überstanden. Es ging weiter. Vielleicht an einer anderen Stelle der Runde am Feuer sagt einer, du bist doch auch einer von denen. Vielleicht hat er ihn sogar schon mal gesehen. Und Petrus leugnet, entrüstet, Mensch, ich bin es nicht. So sitzt man, unterhält sich über dieses und jenes. Und eine Stunde später wiederholt ein anderer eine ähnliche Feststellung. Der sagt, na klar, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Vielleicht hat man ihn am Dialekt erkannt, am Dialekt, den er gesprochen hat. Das ist doch auch einer von denen, der redet doch genauso. Man hat Petrus irgendwie erkannt. Auch jetzt setzt sich Petrus zur Wehr und leugnet die Verbindung zu Jesus. Ich weiß nicht, was du sagst, antwortet er. Äußerlich war Petrus noch ganz nah bei Jesus, vielleicht nur wenige Meter. Er saß ja noch im Hof in Sichtweite von Jesus, zusammen mit den anderen, die sich die Hände und den Körper wärmten. Aber innerlich hatte er sich von ihm getrennt. Äußerlich war er noch dabei. Innerlich hatte er sich von ihm getrennt. Er hatte seinen Herrn, den er so liebte, den er bekannt hatte, dem er nachgefolgt war, jahrelang, einfach verleugnet, einfach so getan, als ob er nichts mit ihm zu tun gehabt hätte. Äußerlich war er noch nahe dran, innerlich aber weg. Das kann ja sein. Äußerlich ist man irgendwie noch dabei, auch in einer Gemeinde. Aber ist man auch innerlich noch bei Jesus dran? Oder hat man sich einfach davon abgetrennt? Ist es nur äußere Tradition? Gibt es eine innere Verbindung zu diesem Herrn, der gekommen ist, um sündige Leute wie uns, die wir hier zusammensitzen, zu retten, nach Hause zu bringen zu Gott? Zu dem zu bringen, der uns gesucht hat, der uns liebt von Ewigkeit her? Vielleicht kennen wir das auch. Man ist äußerlich dabei, sitzt in der Bank oder auf einem Stuhl, aber innerlich ist man weit weg. Keine Gewissheit des Glaubens mehr,
keine Freude am Glauben an Jesus Christus, keine Klarheit des Bekenntnisses. Die Jesus-Beziehung ist zerbrochen, ist brüchig geworden. Jesus sagt einmal in einem Sendschreiben am Ende der Bibel in der Offenbarung, dass eine Gemeinde die erste Liebe verloren hat, diese innere Verbindung mit Jesus Christus, des Gebets, des Lobes, der Dankbarkeit für das Große, was Jesus Christus getan hat. Äußerlich dabei, innerlich weggegangen. Und da bin ich schon beim dritten Punkt. Die Umkehr, der Schritt ins Licht. In dieser Situation dort im Hof, am Feuer, ereignet sich etwas Besonderes. Lukas berichtet zwei Sachen. Einmal, während Petrus noch redete, krähte der Hahn. Das tun Hähne in der Nacht. Und in dem Moment dreht sich Jesus um und schaut Petrus an. Das kommt beides zusammen. Der Hahn kräht und Jesus dreht sich um und schaut Jesus an. Der Hahn wird also Petrus zum Mahner, zum Erinnerer. Der Hahn redet in sein Inneres hinein. In diesem Moment denkt er an das Wort, das sein Herr Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, Petrus, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus hatte früher seinem Herrn die Treue geschworen. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Nur wenige Verse vornweg steht das so. Nun war das eingetreten, was Jesus ihm vorhergesagt hatte. Er hatte ihn verleugnet. Der Felsenmann war weich geworden, dort am Feuer, ohne dass jemand auf ihn eine Pistole gerichtet hätte oder ein Schwert gezogen hätte. Nur einige Leute dort am Feuer. Da verleugnet er ihn. Das Wort, der Hahn und der Blick Jesu zeigen ihm die Wirklichkeit über sich selbst, über seine guten Absichten und die Schwäche, diese guten Absichten wirklich auszuführen. Und jetzt, in diesem Moment, beginnt das Licht der Erneuerung zu leuchten. Leuchtet das Licht des lebendigen Gottes in das Leben dieses Mannes hinein. Lukas berichtet ganz am Ende dieses Predigttextes: Und Petrus ging hinaus aus dem Hof und weinte bitterlich. Mit einem Mal ist alles zusammengebrochen. Alles, was er fabriziert hatte, alles, was er sich vorgenommen hatte. Mit einem Mal sah er sich im Licht Gottes. Ich kann nicht mal am Feuer diesen Herrn bekennen. So schwach bin ich. Aber ich dachte, ich bin Petrus, der Felsenmann. Tränen wurden der Same der Veränderung. Herr, wie konnte ich das tun? Du hast so viel für mich getan. Aber ich tauge nichts. Wie kann ich überhaupt etwas sein für dich? Jesus hatte es ja dem Petrus vorhergesagt. Er hatte ihm gesagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten, euch zu schütteln wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wunderbares Wort, das Jesus dem Petrus sagt. Vornweg hat er es ihm gesagt. Ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube mitten in diesen Versuchungen trotzdem nicht aufhört, dass du nicht alles hinschmeißt, sondern dass du erkennst, ich bin der, der dich sucht, der dich anschaut und der dich wieder nach Hause bringt. Und dann setzt Jesus noch etwas dazu, schon vor dieser Begebenheit. Er sagt, wenn du dich dermaleinst bekehrst, wenn du dich wieder umwendest, vielleicht meint er dieses Umwenden, als er dort im Hof war. Petrus dreht sich um, geht vom Feuer weg und hinaus. Wenn du dich einmal umwendest, dann stärke deine Brüder. Das, was Petrus in diesem Moment erlebt hat, dass er so von Jesus blank gemacht worden ist, erkannt hat, wer er wirklich ist, das wurde ihm zur Stärkungskraft, das wurde ihm zum Beispiel der Barmherzigkeit Gottes, dass er kommen kann zu ihm, wie er ist. Petrus wurde nach und trotz seiner Verleugnung ein Fels für die Gemeinden. Einer, der andere gestärkt hat. Einer, der an andere Briefe geschrieben hat, der sie besucht hat. Er schreibt in seinem ersten Brief, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und er schreibt an kleine Gemeinden. Er macht ihnen deutlich, Jesus ist der Herr, Jesus ist lebendig. Er ist nicht
weit weg, sondern er ist der, der zu seinem Wort steht. Wenn du dich dermaleins bekehrst, dann stärke deine Brüder. Jesus erzählt im selben Lukas-Evangelium drei Gleichnisse vom Verlorenen. Vom verlorenen Schaf, das wieder gesucht wird, vom verlorenen Groschen, der verloren ging, der gesucht wird, und vom verlorenen Sohn, der zurückkehrt, der gesucht wird. Lukas spricht vom Suchen Gottes. Und dann sagt er, es wird Freude sein über einen Einzigen, der Buße tut und umkehrt, der hinausgeht und wieder zurückkehrt zu dem lebendigen Gott. Und so ist es auch heute eine große Freude, wenn Menschen zurückkehren zu dem lebendigen Gott, wenn sie Jesus erkennen in unseren Dörfern, in unseren Städten, wenn sie das anfangen, was unseren Müttern und Vätern im Glauben geholfen hat, schwere Zeiten zu überstehen, durch Kriegszeiten hindurchzukommen, durch Weltwirtschaftskrisen hindurchzukommen, durch Vertreibungen hindurchzukommen. Wie viele sind hier nach Mecklenburg gekommen und haben hier unsere Gemeinden befruchtet, Bibelkreise gebildet, haben angefangen, mit anderen die Bibel zu lesen, sind in Gottesdienste gegangen. Es wird Freude sein über einen, der Buße tut und umkehrt. Und wir? Wo steckt unsere Sünde, unsere Verleugnung, von denen wir uns abwenden sollten? Wie gehen wir damit um? Gehen wir ins Licht? Drehen wir uns um, vom Feuer weggehen hinaus und bekennen auch das, was niemand sonst weiß? Wo das geschieht, beginnt das Licht der Gnade zu scheinen. Das Licht, das Menschen neu macht. Dieses Licht scheint in der Gemeinde. Es leuchtet durch das, was uns durch das Evangelium weitergegeben wird. Und ich wünsche es uns, dass wir mit allem, was unser Leben beschwert, was uns Gottes Wort deutlich macht durch seinen Heiligen Geist, zu Jesus Christus kommen und das Licht des Evangeliums immer wieder neu in unser Leben scheint. Amen. Thank you.
Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir mit unserem Gebet. Du hast uns in der Predigt gesagt, dass du Menschen aus der Dunkelheit ins Licht führen willst. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hast, dass er für unsere Sünde am Kreuz gestorben und sieghaft am dritten Tag auferstanden ist und lebt. Durch seine Auferstehung hat er den Weg zum Himmel für jeden aufgestoßen, der ihm sein Leben anvertraut. Wir bitten dich, dass wir erkennen, dass es auch in schweren Situationen dabei bleibt. Du bist die Liebe in Person. Und du sagst in deinem Wort, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Du bist unsere Stärke, stärker als alle Nöte, die uns treffen und zu Boden werfen wollen. Wir danken dir für deine weltweite Gemeinde. Wir bitten für die Christen, die in Not sind und verfolgt werden. Wir beten besonders für die Christen, die im Gefängnis und in Lagern sitzen und die nicht wissen, was der nächste Tag bringen wird. Stärke sie durch deine Gegenwart. Hilf ihnen, an dir festzuhalten und im Glauben treu zu bleiben. Wir beten für die christlichen Gemeinden in der Ukraine, in Russland und Weißrussland. Gib ihnen Kraft, inmitten der furchtbaren Not und dem Morden dir und deinem Evangelium treu zu bleiben. Hilf ihnen, ein Licht in der Dunkelheit zu sein. Gib, dass gerade in diesen Ländern immer mehr Menschen von dir, dem Erlöser und Herrn, hören, anfangen, die Bibel zu lesen und ihr Leben dir anvertrauen. Wir bitten dich für Israel, dass du deine Hände um dieses Volk legst. Wehre dem Antisemitismus und Hass, der weltweit Familien und ganze Völker zerreißt. Stärke deine messianisch-jüdische Gemeinde in Israel und überall. Stärke die wenigen Christen, die im Gazastreifen leben. Wir bitten für uns, gib, dass dein Wort uns hier und an vielen Orten verkündigt wird. Menschen bewegt, dass sie ihre Herzen für dich öffnen und dir, Herr Jesus Christus, folgen. Weck uns aus geistlicher Müdigkeit und Gleichgültigkeit. Wir bitten dich für die Kinder, für Jugendliche und auch für die Erwachsenen, dass du uns vor der Verführung zur Gottlosigkeit bewahrst. Du siehst, lieber Herr, dass überall Verkündiger, Pastoren, Katecheten, Gemeindepädagogen fehlen. Berufe dir Menschen zur Verkündigung deines Wortes. Stärke die, die in der Pflege hilfsbedürftiger und alter Menschen arbeiten. Hilf, dass auch alten Menschen der Trost des Evangeliums nahegebracht wird. Wir bitten für die in unseren Gemeinden, die krank sind, leiden oder in seelischen Nöten stecken. Richte du sie auf. Gib und erhalte ihnen die Kraft, die aus deinem Wort kommt. Segne die, die allein leben. Heilige die Ehen. Stärke den Zusammenhalt der Familien. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.